So, das war der erste, nur mal so zum Gucken. Ja. Das ist äußerst große Sisyphusarbeit, aber ich kann euch das mal vorführen. Den Rest mache ich dann alleine. Erstmal den auf der anderen Seite. Irgendwie erstmal da reinmachen. Irgendwie. Erstmal die Schraubstocken ein bisschen mehr zusammen. Wenn man natürlich gleich große Stäbe nimmt, so wie ich das bei dem vorderen Rammschutz gemacht habe, geht das natürlich wesentlich leichter. Ja. Das steht natürlich fest. So. Moment, den ein bisschen weiter reinklopfen. Na, da haben wir schon wieder. Ja, ihr seht, es ist schöne Arbeit. Und wie gesagt, sie müssen halt ein bisschen auf Spannung sitzen, ansonsten bringt das gar nichts. Ich kann das nicht immer so reinhalten, dass man das gut sehen kann. Es tut mir leid. So. Welche noch verheften? Das war der erste Streich. Es wird jetzt natürlich zunehmend wärmer. Wieder mal. Dieses Teil. Geht nicht. Ein wenig nach außen klopfen, Schraubendreher. Sichtbar gerade. Gehen wir mal zurück. So. Also sieht es ganz gut aus. Bisschen. Ein Stückchen zurück, vielleicht noch einen größeren Schraubendreher. So, abschweißen.
Heften. So. Also, ihr seht, Leute, es bedarf ein wenig Arbeit, ja. Also von daher melde ich mich wieder, wenn ich alle drin habe. Bis dahin, ciao. Jo, hallo, hier bin ich wieder. Wie ihr uns schon erkennen könnt, bin ich jetzt soweit eigentlich fertig. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache hier auch nochmal zwei rein. Wegen der Optik. Hat nichts mit der Haltbarkeit oder so zu tun. Aber fand ich ganz gut. Jo, als nächstes. Das Ding kann man ja leider so nicht an den Wagen schrauben. Also werden wir uns noch eine Blechkonstruktion machen müssen. Also ein Stück Blech abgewinkelt mit vier Löchern, was ich unten an die Chassisplatte schraube. Jo, ich würde sagen, ich hole mal das Blech und dann gehen wir das gemeinsam an. Bis dahin. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, eine Tafel Blech. Ich habe jetzt an meinem Auto ausgemessen, was ich brauche. Also ich brauche ein Stück Blech, was 50 mm breit und 120 mm lang ist. Ja, das werden wir uns jetzt mal anzeichnen. Ungefähr, jawohl, kommt hin, 50 breit, 50, 50. Wunderbar. Also, das schneiden wir uns jetzt mal aus. So, das Blech weg. Und hier haben wir das schöne, gute Blech. Ja, das werde ich jetzt in Graden anzeichnen zum Abkanten und die Löcher anzeichnen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Das Blech habe ich entgradet. So, die Löcher können wir jetzt mal anzeichnen. Das waren in der Breite 33 mm. Das machen wir jetzt mal.